Ich habe natürlich hier nochmal die Grafikeinstellung ein bisschen zurückgeschraubt. Weißt du was? Ich glaube, ich lege das eher dahin. Ja, dann kann ich die Zuschauer zumindest besser angucken. Die Follower sind mir eigentlich relativ Wurst. Muss ich nochmal machen. Folgendes. Ich wollte ja eigentlich mit Dingsbums spielen. Mit Shadowplay wollte ich ja eigentlich aufnehmen. Da gab es aber ein kleines Problem. Aus irgendeinem Grund. Händler, Händler, Händler. Okay. 63% abgeschlossen. Ja, das ist natürlich doof. Hallo? Wieso kann ich hier nichts markieren? Na gut. Ich gucke einfach mal, wie es wird. Ich habe hier die Einstellungen vielleicht doch ein bisschen zu runtergeschraubt. Das ist ja grausam. Aber auf der anderen Seite ist halt die Frage, woran es liegt. Muss halt echt nochmal gucken. Bildschirm und Grafik. Grafik. Ja. Ja, am niedrigsten geht gar nicht. Das ist soweit eigentlich okay. Wo muss ich denn überhaupt lang? Ich muss darüber. Will ich da überhaupt schon lang? Was haben wir hier? Monolith. Den kann ich ja jetzt lesen. Stimmt, den kann ich ja jetzt lesen. Dann mache ich das auch. Beim letzten Stream auf YouTube habe ich ja recht viel rumgeballert. Ich hoffe, der Stream leckt nicht oder so. Das Ich kann beschreibt es. etwas in der Nähe. Das Wasser unter mir schützt mich vor dem Wasser über mir. Okay, das bedeutet, da ist irgendwas drin. Das Wasser unter mir schützt mich vor dem Wasser über mir. Ich nehme an, irgendwas unter dem Wasserfall. Ich hoffe, es leckt nicht zu sehr. Müssen wir einfach Bescheid sagen. Es läuft ganz flüssig. Super. Ist das jetzt der? Monolithenschatz gefunden. Super. Nur hier nochmal was genommen. Aber muss ich den Bildschirm ein bisschen heller schalten. Super. Bam, 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 bam. Ja, das ist halt ein bisschen ärgerlich. Das ärgert mich gerade selbst so ein bisschen, dass ich. Obwohl, ich könnte es mit dem Laptop machen. So, einfach mal gucken, wie es halt läuft. Wieso kann ich hier nichts markieren? Wieso geht das nicht? Kann man das bitte einer. Das kann ich markieren, aber das nicht. What? Wieso? Wo bin ich denn jetzt eigentlich? Da hinten. Dann gehe ich zum nächsten Überlebensversteck. Das ist hier hinten. So. Alles klar. Zuschauer 1, okay. Wenn das denn überhaupt stimmt. Man muss halt mal gucken, wenn es jetzt ewig auf einem Zuschauer Göttinnen bleibt, oder dann. Kreaturen, was auch immer sie sind. Es spielt keine Rolle, solange sie dich verfolgen. Sehen Von Sie. wem sind diese Schnitzereien des Reihers und der Eklipse? Ich muss Unuratu danach fragen. Was haben wir denn hier? Auge des Adlers. Erhöht die Effizienz von Wahrnehmungspflanzen, ist mir eigentlich relativ egal. Schießen Sie Pfeile gleichzeitig auf. Oh, das könnte geil werden. Probier's einfach mal. Mit vollständig gezogenem Bogen zielen Sie mit Left Trigger, halten Sie den R-Trigger, zoomen Sie mit R um zwei separate Feinde. Beim Schießen werden beide Feinde zeitgleich getroffen. Oh, das ist geil. Super. So, Schnellreise. Ich glaube, hier habe ich irgendwas markiert. Ich will natürlich, wenn ich schon was entdeckt habe, so viel
mitnehmen wie möglich. Ich hoffe, man hört die Krachmacher nebenher nicht. Wie konnte ich denn das übersehen? Wie konnte ich denn das übersehen, bitte? Eine zeremonielle Flöte, die bei Menschenopfern gespielt wurde. Der Klang dieses Instruments in Form eines Totenschädels wurde mit den gequälten Schreien der Sterbenden und Toten verglichen. Es heißt, sein schriller Klang würde den kürzlich Verstorbenen einen Weg in die Unterwelt ebnen. Die Todesflöte kam außerdem als Kriegsinstrument zum Einsatz, dessen Töne unwissende Feinde mit Furcht erfüllen sollten. Super. Hier komme ich, glaube ich, noch nicht durch. Ja, da muss ich... Ich mache einfach mal mit der Story weiter. Ich kann die Stadt einfach nicht mehr sehen. Entschuldigung, aber so ist es einfach. Was? 25 FPS? Oh, das gefällt mir gar nicht. Hier ist die Krankenstation. Boah, da kriege ich ja Augenkrebs. Also bei mir läuft es gerade mit gerade so 30 FPS. Ich gucke nochmal, ob ich es irgendwie machen kann, dass es bei mir flüssiger läuft. Es ist ja schön, dass ihr das einigermaßen flüssig seht. Trillina. Ich probiere es mal damit. Da habe ich schon ein paar FPS dazu gewonnen. 10 Stück, 10 Bilder pro Sekunde, das ist super. Vielleicht kann ich auch mit zu wenig Grafik auch nichts machen. Okay, in diese Richtung muss ich. Nee, das wird dann schon wieder, glaube ich, das macht dann keinen Sinn für mich. Ah, ganz hart, was du willst. Shadow of the Tomb Raider ist einfach ein geiles Game. Also so von der Optik her. Ich muss halt nur sagen, die Stadt ist mir ein bisschen zu viel. Weil ich einfach viel zu lange da bin. Falls du mich hörst. Ich bin hier. Wir sind nicht bei Honorato, sondern in einer Höhle in der Nähe. Christopher, sei gegrüßt, mein Lieber. Bin unterwegs. Jo, die sind in einer Höhle, weil jetzt hier ganz schön die Kacke am Dampfen ist. Und das war die Höhle. Die war vorher abgesperrt, die ist jetzt offen. Ja, dann halt Bluppi, ist ja egal. Oder Chris, ist ja egal. Vielleicht können sie uns unterstützen. Sag Bescheid, wenn es zu leise irgendwann irgendwas zu leise ist. Ah, stimmt, ja. Schon gehört. Wir arbeiten einen Plan aus. Sie halten sie im Gefängnis beim alten Tempel gefangen. Akan hat dort angegriffen und sitzt jetzt auch dort. Wir greifen die Brücke an, die zum Gefängnis führt. Ziemlich aggressiv. Ich könnte hier hochklettern, sie befreien und dann das Zeichen zum Angriff geben. Funktionieren. Ätzli erkundet den Tempel im oberen Teil der Stadt. Er findet einen Weg rein. Ich rede mal mit ihm. Die Verstärkung ist bereit, sobald ihr draußen seid. Klingt gut. Für Stärke und Sicherheit. Vielen Dank. Ja, super. Jetzt laufe ich mit einem neuen Dingsbums rum. Ja, super. Wunderbar, Lara. Yay, schön. Dokument. Das war das, was ich gesucht habe. Und es ist genau hier. Gepanzerte Tunika und Kopfschmuck. Getragen von den Elite-Soldaten des Kults. Hier haben wir noch eine extra Nebenquest. Wurden wieder Rebellen gefangen genommen? Ishik, vielleicht kannst du helfen. Ich habe 5 Männer geschickt, um Waffen für die Rebellion zu stehlen.
Aber die Mission ist gescheitert. Früher hätte ich sie selbst angeführt. Aber ich kann nicht mehr kämpfen. Nicht mal mehr laufen. Sonst huste ich wieder Blut. Aber ich kann immer noch gut planen. Zumindest bis heute. Meine Kameraden hängen jetzt in der Unterstadt an Pfählen als Warnung. Und das werden sie, bis sie sterben. Nicht, solange ich da bin. Ja. Mit der Schlangenwachenkleidung kannst du alle vier losbinden und niemand verdächtigt dich. Vier? Waren bei der Mission nicht fünf Mann dabei? Doch, Kolki führte sie an, aber er wurde nicht gefangen genommen. Niemand hat ihn gesehen. Wahrscheinlich ist er tot. Mal sehen, was ich tun kann. Alles klar. Machen wir doch gleich gerne. Machen wir eigentlich gerne. Jo, der Schlangenkult ist hier ganz schön. Macht hier ganz schön Krieg und ganz schön Stress. Und jetzt müssen wir wieder durch die Stadt. Aber das geht eigentlich. Wir müssen sowieso nochmal nach da draußen. Also von daher. Obwohl ich langsam echt leid bin mit der Stadt. Ich hoffe, dir geht's gut, Blubi. Wir haben eben ein bisschen Farm Together gespielt. Aber in Dingsbums. Ich kann nicht mehr tragen. Aber in auf YouTube. Weil ich dem Justin einfach Bescheid geben wollte, dass er hier auch mal reinguckt. Aber mal gucken. Schädelhöhle, okay. Ah, den Monolithen kann ich auch. Ah, den mache ich auch gleich. Den Monolithen würde ich mir gerne angucken. Hino fragt, Bluppi, wie geht's dir? Und Blub einfach bum 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 bum. Einfach mal nichts gesagt. So. Lauf, Lara, lauf. Ja, jetzt laufen wir in Trinity-Kleidung hier rum. Ja, ganz toll. Ups. Da war wohl jemand am Pflanzen. Dem möchte ich ja nicht umrennen. Das beschreibt etwas in der Nähe. Der jüngste von vier Brüdern dreht den anderen den Rücken zu. Sprechen ist nicht möglich, da ich in seinem Mund liege. Was? Lass mich raten, ist irgendwas von denen? Sprechen ist nicht möglich. Einer der vier Brüder dreht den anderen den Rücken zu. Okay. Der guckt nach da. Das bedeutet, der von der Seite. Der guckt höchstwahrscheinlich nach da und der dreht den fünf den Rücken zu. Wie du siehst, fünf Brüder oder vier, ich weiß nicht ganz. Waren das vier oder fünf? Der jüngste von vier Brüdern dreht den anderen den Rücken zu. Damit sind diese Monumente hier gemeint. Die haben alle mit dem Eingang und den zwei, wie heißt's, mit den zwei Fenstern so eine Art Gesicht und die gucken alle so zur Seite des anderen. Das bedeutet, der jüngste von denen ist wahrscheinlich der, der am untersten ist, weil der am kleinsten ist. Und der obere guckt zu dem, zur rechten Seite. Der guckt hier zu dem, hier zu dieser Sache. Und der andere guckt zu dem hier. Wogegen der allerdings jetzt seinen Eingang auf der Rückseite haben müsste. Hier auf der anderen Seite. Sprechen ist nicht möglich, da ich in seinem Mund liege. Das bedeutet hier. Das ist nützlich. Das ist der Schatz, oder? Ja, wunderbar. Monolithenschatz gefunden. Gab nochmal ein paar extra EP. Wunderbar. Gut, haben wir das auch gemacht. 66% abgeschlossen. Das ist ganz gut. Ich würde gerne wissen, ob ich das schon habe oder nicht. Die Frage ist, warum kann ich das nicht anwählen? Achso, ich muss ja zu den Dingern. Ah, super.
Gut, dann laufen wir mal quer durch die Stadt. Ich muss einfach mal gucken, ob ich mir den Stream im Nachhinein nochmal runterladen kann. Von Twitch. Dann würde das passen. Ich habe jetzt die Einstellung zumindest eingestellt. Deswegen wurde der Stream gestern nicht gespeichert. Ich habe die Einstellung einfach noch nicht eingestellt gehabt. Heute mal in der kurzen Pause ein bisschen reingelesen. Geradeaus, kurz vorm Ziel. Ich kann jetzt, glaube ich, bei den Wachen vorbei. Hier muss einer da. Verflucht sollen sie sein. Ja, ja. Willst du mich jetzt endlich töten? Nein. Natürlich nicht. Das wäre barmherzig. Und Kukul Khan kennt keine Barmherzigkeit. Nein. Poma schickt mich zu euch. Sei still und halt die Augen offen. Er lebt. Kolki lebt. Ich habe gehört, wie er in dem Chaos den Rückzug befohlen hat. What? Ich bin sicher, er lebt. Mhm. Das geht. So. Ich will jetzt hier noch nicht vorbei. Ich will erst die Nebenquest fertig machen. Da sehe ich doch schon wieder ein. Ich werde nicht betteln. Ja, ja, hol nicht rum. Du vergeudest deine Zeit. Ich werde gar nichts sagen. Ich bin nicht hier, um dich zu verhören. Ich werde dich befreien. Bestechung? Verrat wäre viel schlimmer als der Tod. Das sehe ich auch so. Danke, mein Freund. Geh, ich folge dir nicht. Du und deine Freunde sind sicher. Nein, der Kult hat uns erwartet. Ein Spion hat die Rebellion infiltriert. Mhm. Der Kult hat sie also erwartet. Ich verstehe. Und Kolki lebt, ist aber verschwunden, ohne gefasst zu werden. Ich habe da ein ganz komisches Gefühl bei der Sache. Meine Frage ist, ja, ich habe natürlich volle Fälle. Ist der Kolki vielleicht selbst der Verräter? Weißt du, ich meine, der ist der Einzige, der entkommen ist. Alle denken, er wäre tot, er lebt aber. Vater, bald sind wir wieder nicht schon im Jenseits? Bist du ein Geist? Nein, ich bin lebendig. Genau wie du. Mach's gut, Hino. Tschüssi. Unsterblich. So, jetzt bist du frei. Ja, ich wurde befreit. Viel Spaß, guten Hunger. Da hinten, wahrscheinlich da oben oder hier durch. Nee. Eine Ebene weiter hoch. Das haben wir verdient. Wir haben kläglich versagt. Poma konnte euch in dem Moment nicht helfen. Aber jetzt schickt er mich. Wir haben nicht gekämpft. Wir haben aufgegeben, als wir umzingelt waren. In den Tod marschiert, ohne einen Tropfen Blut zu vergießen. Super. Gut. Die Rebellion habe ich alle fertig. Aber Kolki lebt noch. Die Frage ist, wo ist dieser Kolki? Ich traue dem Kolki nicht. Das sage ich ganz ehrlich. Weil er ist der Einzige, der weggekommen ist. Und er hat überlebt. Und der Kult hat die Rebellion erwartet. Und allem drum und dran, also irgendwas stimmt da ganz und gar nicht. Das sage ich ganz ehrlich. Und dass der Kolki da weggekommen ist, ohne eine Schramme
Gefällt mir auch nicht. So viele unserer Krieger sind gefangen. Wenn wir sie nicht befreien, werden sie geopfert, ermordet. Ich arbeite ja dran, Mann. So. Ich gehe jetzt erstmal zurück zu dem. Zum Typen. Und sag, dass seine Leute frei sind. Warte mal, ich kann doch hier gleich bestimmten Müll verkaufen. Guten Tag. Schau, was ich für dich habe. Gut, erstmal verkaufen. So, die können alle weg. Die können alle weg. Für uns. Das war eine ausgezeichnete Wahl. So, die davon Götter verkaufe ich mal so ein bisschen von den normalen Federn auch. Das wird bestimmt nützlich für dich sein. Das war eine ausgezeichnete Wahl. Die ich will Götter nicht zu viele verkaufen, aber ich möchte natürlich auch nicht, wenn ich den ganzen Kram sammle, möchte ich den natürlich auch nicht liegen lassen. Das war eine ausgezeichnete Wahl. Kaufen, Jagdköcher, mittelgroßer, robustiger Köcher. Jo, ich kann eigentlich alles kaufen. Die Götter sind für uns. Das war eine ausgezeichnete. Vielen Dank. Super. 29, 33, 37, 41, 45. Oh, geil, 45 Pfeile, super. So, hier gibt es doch bestimmt noch eine Händlerin. Macht mal Platz hier, der Landvogt kommt. Ich habe vielleicht, was du brauchst. Hi. Wie kann ich dir helfen? Indem du mir ein paar Sachen verkaufst. Rucksack. Ja, auf jeden Fall. Sehr gut. Super. Jetzt kann ich schon wesentlich mehr tragen. Nö, gefühlt nicht. Komm bald wieder. Oder muss ich das am Lagerfeuer erst bauen? Ich habe jetzt nicht gelesen, was der Rucksack macht. Ich habe Rucksack gelesen und gleich auf Kaufen geballert. Wo gibt es denn hier das nächste Lagerfeuer? Na ja, komm, erstmal zurück. Da gibt es bestimmt auch irgendwo ein Lagerfeuer. Naja, voll nicht rum. Und sonst, wie war dein Tag, Blub? Ich hoffe, ganz gut. Hoffe ich wirklich. Der Kult wird ganz high sein. Oh, nicht schlecht. Aber ich muss sowieso den Kram tragen. Köcher. Munitionshalter. Ja, ich habe mir doch eben den Rucksack gekauft. Warum kann ich mir den nicht bauen? Taktische Abenteurer. Ah ne, den habe ich schon. Ein Upgrade verfügbar. Ja, dann haben wir es auch komplett. Warum eigentlich nicht? Das tut nicht weh. Upgrades. Kein Upgrade verfügbar. Aber hier sind zwei verfügbar. Dann haben wir es auch komplett. Ich mache mir da jetzt großartig keine Gedanken. Ja, passt. Bischof 600, Bischof 600 Gold Edition. Ganz toll. Okay. Erhalten. 7 Meilenstiefel, Kantusstiefel, jo. So, ist egal. Ja, ich weiß. Irgendwas geht hier vor sich. Bin ich ja gerade... Ach so, okay. Deine Freunde sind frei. Und da ist noch mehr. Kolkwi lebt. Er stand vorne, als die anderen umzingelt wurden. Er rief eine Warnung und rannte weg. Ausgezeichnet. Es gibt ein Problem.
Es könnte sein, dass ihr einen Verräter unter euch habt. Das weiß ich schon. Ich habe erfahren, wer es ist, als du nicht da warst. Und werde persönlich dafür sorgen, dass er kriegt, was er verdient. Okay. Hier, nimm das. Zum Dank. Ich weiß deine Hilfe zu schätzen. Super. War doch nicht der Kolke. Muss ich mich bei dem Kolke... Hast, müsste er in dem Bergunterschlupf sein. Würdest du ihn suchen? Sag ihm, wir sind in der Schädelhöhle. Ich finde ihn. Alles klar. Ich dachte, der Kolk wäre derjenige gewesen, der die Leute verraten hat. Stimmt aber nicht. That's not true. Und von daher muss ich sorry sagen. So, in welcher Höhle ist er dann jetzt? Kolki finden. Da hinten ist er. Ich will erstmal hier hoch. Kann ich nämlich auch gleich zum Gleichnis in die Nähe des Lagerfeuers reisen. Hier oben ist noch eins. Heute ist Sonntag, da bin ich hochmotiviert, nichts zu tun. Oh, geil. Ehrlich. Hä, was denn für ein neues Inventar? Wo? Achso, hier. Ah, ich muss das doch tragen. So, Schnellreise. Der Kolki muss hier irgendwo sein, glaube ich. Basislager Tempelpfad. Müssen wir mal gucken, wie lange wir, wie viele Zuschauer wir die ganze Zeit haben. Weil. Heute können ganz viele Leute nicht. Hino kann nicht, Justin hat sich noch nicht blicken lassen. Der Backflip kommt ja eh nur, wenn Hino da ist. Hat er schon gesagt. Der Mr. Pommes-General kann heute nicht. Und von daher ist es immer ein bisschen schwierig. Weil an sich habe ich schon Bock auf das Spiel. Ich mag das Game auf jeden Fall. Aber... Kolki! Kolki kam, als du die anderen befreit hast. Wir wussten nicht, dass er ein Jaguar-Krieger ist. Er wollte mich bezahlen. Was sollte ich tun? Dich weigern, Poma. Der Kult von Kukulkan hasst Fremde und Verräter. Tod dem, der sich Kukulkan widersetzt. Da! Das ist die Fremde, vor der Kukulkan uns gewarnt hat. Bring sie um! Bring sie um! Ketzamukesh! Oh, diese Lümmel! Oh, ich bin echt schlecht in sowas. Oh, war das mies. Ihr dreckigen Säcke. War's das? Na, kommt her.
Dich habe ich im Visier und Feuer frei. Kopfschuss. So, wo ist der nächste Arschkeks? Na komm her. Schlucki. Oh, du Rattengesicht, du Elender. Wo bist du? So, jetzt erstmal, alter Schwede. Entschuldigung, wenn ich mich da jetzt nicht, wenn ich da jetzt nicht wirklich sprechen konnte. Ich musste mich jetzt ein bisschen konzentrieren. So, Kolgis Rettung. Ja, was war denn jetzt hier? Freiheit hier. Kolgis Rettung. Muss ich jetzt zurück und dem das sagen? Nee. Gut, dann mache ich mit der Quest weiter. Wunderbar. Ich glaube, das hätte ich auch ein bisschen anders da regeln können. Aber es ist ganz gut gelaufen. So konnte ich den neuen Double Shot gleich mal ein bisschen austesten. Es geht eigentlich. Ich esse immer noch die Knappereien von gestern Abend. Von daher, meh, hält sich so in Grenzen. Warte mal, gibt's hier irgendwas? Nö, gibt's nicht. Okay. Aber hier gibt es noch was. Basislager Osarium. Dann nehme ich das doch gleich mit. Schnellreise. Basislager Osarium. Hier. Da gibt es auch ein Überlebensversteck. Ich weiß nur nicht, warum ich das beim letzten Mal nicht mitgenommen habe. Das ist da unten. Vorsichtig, Lara. Super. Wie komme ich da jetzt wieder hoch? werde ich weggetrieben? Nein! Das habe ich doch gar nicht vor. Ja, toll. Ah, doch, hier komme ich hoch. Oh, warte mal, da ist was. Das nehme ich natürlich. Na, komm schon. Wir können auch das Spiel wechseln, wenn du Bock hast, Chrissy Boy. Also von daher, wenn du sagst, Shadow of the Tomb Raider ist nicht so deins, dann können wir da natürlich auch was ändern. Da bin ich ganz offen und entspannt.
Alles klar. Ich will jetzt nicht übers Feuer rennen. So, wie viel? 68%. 11. 10 von 11. Okay. 2 von 3 Gräbern entdeckt. Ist erstmal ganz nice. Die Frage ist, wo ist denn noch eins versteckt? Hier haben wir ein Grab, aber ich glaube, das habe ich schon. Dann, da ist noch ein Wandgemälde. Ich nehme das trotzdem mit. Man weiß ja nie, was ich habe, habe ich. Auf der einen Seite sage ich immer, mich interessiert die Stadt und alles nicht. Ich habe die Schnauze voll von zu viel Suchen. Auf der anderen Seite bin ich dann doch so ein kleiner Perfektionist und will es trotzdem machen. Obwohl ich sagen muss, das ist bei dem normalen Tomb Raider gefällt mir das wesentlich besser, das von 2013. Weil man da nicht immer so viel an eine Ecke rumeiern muss. Och, ist das mies. Hier unten auch noch. Ernsthaft. Genau, erzähl mir was. Unter Wasser bitte. Hier wird die Geschichte von Viracocha erzählt, des Vaters aller Schöpfung. Er erschuf den Himmel, die Erde, die Sonne und Sterne, den Mond, die Zeit selbst, sowie sämtliche Lebewesen, einschließlich der anderen Götter. Viracocha galt zu Anfang als oberster Gott der Inka. Doch im Laufe der Zeit ging diese Ehre auf seinen Sohn Inti über, den Gott der Sonne. Seine Verbindung zum Meer behielt Viracocha jedoch bei. Wörtlich übersetzt bedeutet sein Name so viel wie Fett oder Schaum des Meeres. Fett oder Schaum des Meeres. Aha, Fett des Meeres, alles klar. Muss gleich ganz viel Kuchen essen, damit ich dem Typen gerecht werde, um auch Fett anzusetzen. gibt's hier noch irgendwas, was ich vergessen habe? Sieht für mich nicht danach aus. Super. Hallo, Meister. Manchmal denke ich, dass ich weitermachen muss, dass ich alle enttäusche, wenn ich nicht weitermache. Ein Tsunami rollt auf uns zu. Und das ist nur die erste von vielen Katastrophen. Das ist deine Schuld. Ich muss jetzt los. Ich bin die Einzige, die... Die Einzige, die was?